Onorevole Stadler, un minuto. Herr Stadler, eine Minute. Bilder anschließen. Einige haben des ermordeten Berkin Elvan gedacht. Ich möchte des ermordeten deutschen Protestanten Tilman Geske gedenken. Er ist nämlich einer von den drei Männern, die der Kollege Belder jetzt genannt hat. Sie wurden stundenlang gefoltert. Und am Schluss hat man ihnen die Kehle durchgeschnitten. Ein bestialisches Verbrechen. Nicht geahndet, bis heute nicht. Die Mörder laufen frei herum. Das ist die Türkei, die Sie in die Europäische Union holen wollen? Na, Gratulation. Diese Türkei, bei der Sie alles durchgehen lassen, alles. Die Situation hat sich verschlechtert seit der letzten Türkei-Debatte mit diesem sogenannten Justizgesetz, mit dem sogenannten Internetgesetz. Es wird jedes Jahr schlechter. Sie lassen dieser Türkei alles durchgehen. Wenn das in Russland passieren würde, würden hierin Proteststürme stattfinden. Bei der Türkei spielt das alles keine Rolle. Warum? Weil sie Moral unter das Joch ihrer strategischen Interessen und unter das Joch der ökonomischen Interessen stellen. Das ist die Moral dieser Europäischen Union. Es kommt immer nur darauf an, wer was tut. Dann gibt es auf einmal keine Moral. Die Türkei gehört nicht zu Europa, sie wird nie zu Europa gehören. Und wenn das einzige Volk in dieser Europäischen Union das österreichische Volk sein wird, aber ich garantiere Ihnen, die Österreicher werden bei einer Volksabstimmung diesen Beitritt auf jeden Fall ablehnen. Grazie, onorevole Milan. Danke schön, Herr Milanmon, 1,5 Minuten. Ja, Frau Omenreuthen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem vollständigen, ausgewogenen Bericht.